Salam Jungs, willkommen zu einer Special-Folge Ramble. Ich bin nicht ganz allein hier, sondern Izzy ist jetzt neben mir oder da neben mir, keine Ahnung. Denn ich bin hier bei der TV Total Stocker Crash Challenge hier in der Arena auf Schalke und Izzy ist mir per Telefon ganz professionell zugeschaltet. Guten Tag. Hallo Dena, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, Leute. Jetzt kommt das Intro. So, Izzy, ich kann dich hören, du kannst mich hören. Das war nicht leicht, diesen Übertragungsweg hier zu entstehen. Ja, die Verbindung ist schlecht, aber was tut man nicht alles so Ramble, ne? Ja, ja, und wahrscheinlich auch mit Zeitverzögerung und so weiter. Ja, du, ich bin gerade eben, bin ich hier unten, schon mit Stocker, so freies Training hatten wir heute. Heute ist ja Freitag, wo wir das hier aufzeichnen. Ihr seht es ja am Samstag, das heißt heute Abend 20.15 Uhr ist die große TV Total Stocker Crash Challenge. Die proben da unten die ganze Zeit noch mit Technik und Licht. Jetzt seht ihr hier, das ganze Licht bewegt sich und so weiter und so fort. Ach ja. Ich bin gespannt. Du hast ja schon... Ich kann ja leider nicht sehen, aber ich stelle mir das gerade alles so vor und das hört sich ganz gut an. Das ist es, auf jeden Fall. Du musst dir die Motorengeräusche, das ist, wenn wir da alle im Kreis fahren, du hörst nichts. Du hörst nichts mehr außer dieses Motorengeräusch. Das heißt, du bist heute schon fleißig gefahren? Ich bin schon fleißig gefahren. Ich habe mich auch gedreht, nicht nur gedreht, ich habe mich selbst auf den Kopf gelegt. Direkt mal beim ersten Training. Echt? Ja, ja. Du musst. Krass. Was war das so für ein Gefühl? Es war so butterweich. Es war butterweich. Es war, du bist halt komplett... Ist das dein Ernst? Ja, ohne Spaß, wirklich. Also das war da unten, Leute, in der Kurve, da wollte ich jemanden innen überholen, der hat dann zugemacht, dann bin ich halt zu nett gewesen und bin noch weiter innen gefahren, bin dann einfach da auf die Mittenbegrenzung halt drauf und das dreht dich sofort. Das war ultra heftig. Ich war einfach sofort ist auf dem... Ja? Ist es schwer zu fahren? Es geht. Also ich stelle mir das vor, also ich fahre ja, fahr ja zum Beispiel regelmäßig Auto. Ne? Im Gegensatz zu dir fahre ich ja ein bisschen öfter Auto und habe ja ein eigenes Auto. Und ich stelle mir das halt so richtig schwierig vor. Erstens, wenn man nicht so richtig regelmäßig Auto fährt, weil du musst ja ganz regulär schalten, ne? Ist ja richtig, genau, oder? Genau, ja, ja. Du hast ein Schaltgetriebe. Wobei es ist so Gänge. Eigentlich, du fährst nur im ersten und zweiten Gang. Man fährt eigentlich nur im ersten und zweiten Gang. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, von daher, das geht. Also, aber du hast ja so ein richtig, ich meine, so ein, dieser Erduntergrund, dieser ganze Schmock, da ist da bestimmt, ja. Bist du eigentlich richtig am Driften in der Kurve? Aber sowas von, also man steht komplett quer. Aber du hast ein Frontgetriebe, oder? Boah, jetzt hast du ein Frontgetriebe oder ein Heckgetriebe? Jetzt überfragst du mich, also... Das echt? Ist jetzt das ist peinlich, ja richtig, dass ich das nicht merke. Ja, es ist jetzt richtig peinlich, dass ich das nicht weiß. Ja. Ich fahre so, dass es schon so funktioniert. Es sind halt, manche sind Fronttriebler hier und manche sind Hecktriebler, so wie ich das verstanden habe. Genau, die Hecktriebler sind halt richtig krass im Driften. Ja. Da musst du halt richtig aufpassen, dass er nicht ausbricht. Bin mir nicht weil sicher, dann ich bin hier so in Scirocco gefahren. Aber das geil. Muss ja nicht wie in der Serienversion sein. Und dem bin ich halt so zum Training gefahren und dann fahre ich einen Golf 2, fahre ich im echten Ding dann morgen. Ein Golf 2? Genau, ja. Aber schön Boah, alles find ausgebaut. Finde ich richtig cool. Ja, und mit der Scirocco hatte... Golf 2 richtig, richtig cool. Ja, so schön eckig und so weiter. Ja, und der hat auch selbe Motor ist ein richtiges und so weiter. Auto. Getriebe war schon dasselbe wie im, oder fast dasselbe wie jetzt im Scirocco. Das heißt, ich kenne das schon ein bisschen jetzt. Und das wird richtig cool. Also ich freue mich so drauf. Ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich, ja, ich bin auch, was das betrifft, richtig, richtig, ich weiß nicht, ob neidisch der richtige Begriff ist. Doch, neidisch kann auch positiv sein. So krass. Ja? Ja. Also ich sag auch immer, ich bin neidisch und meine damit nicht, ich gönne das demjenigen nicht. Sondern ich bin einfach neidisch, weil ich es auch machen würde, aber ich gönne es trotzdem. Aber ist es dann noch Neid? Wahrscheinlich ein anderes, besseres Wort, aber ich nenne das, ich sage immer, ich bin neidisch, boah, bin ich neidisch auf dich. Boah, auf jeden cool. Fall, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich halt auch richtig, richtig gerne da mitfahren würde. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt ja noch andere Events, wie zum Beispiel Turmspringen und so weiter oder die VOG-WM und so. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass so die Stocker Crash Challenge eigentlich ist das, Coolste. Das wahrscheinlich ist, was am allermeisten Bock macht, oder? Ja, ja. Definitiv. VOG-WM ist bestimmt auch noch cool, weil das ein krasser Kick ist, da runter zu fahren. Ja, ja, ja. Aber Stocker Crash Challenge stelle ich mir schon geilste. Richtig, richtig geil vor. Ist definitiv das Geilste, sehe ich nicht genauso. Es wäre ultra cool, wenn wir irgendwann mal hier in ein paar Jahren vielleicht, oder vielleicht schon nächstes Jahr, keine Ahnung, mal schauen, wenn wir mal gegeneinander fahren können. Weißt du, wer noch da ist? Die Yo, Joyce ist ja klar. Da. Die Joyce. Ah, die Joyce ist mit dabei, genau, ne? Für welches Team fährt die Joyce? Du bist die ja Joyce im Team... fährt für das, da hinten steht das, das seht ihr auf der Kamera nicht ganz, hinten in der Ecke, Pick Jerry Team. Das ist eine App, kannte ich nicht davor, aber ist eine App. Ja. Eine dafür App, fährt okay. die. Ist ich das ein Spiel oder was für eine App? Nee, ich glaube, es ist eine Foto-App irgendwie so. Ja. Ah, okay. Und du bist für ProSieben Maxim. Ich bin für das ProSieben Maxim, das ist hier direkt da unten. Das dunkel-schwarz-graue. Dunkel-schwarz. Fürs Graue, ja, das graue Team sind wir. Wir haben schöne schwarze Overalls. Die Autos sind halt so grau und orange. Und sowieso, ich habe so einen eigenen Renn-Overall. Da steht so mein Name drauf und so. Fett Dena. Den darfst du auch behalten, ne? Ich glaube ja, ne? Der Ost, der letztes Jahr mitgefahren. Ich kenne das von den Jungs behalten. Von Waititi, genau. Ja. Die haben alle drei noch behalten. Finde ich ja richtig cool. Die waren im Team Reifen.com oder sowas. Ja, ja. Wen hast das du gibt's noch auch dieses Jahr wieder. Ich habe noch die Funda im Team. Das ist eine Moderatorin. Und noch den Tore
irgendwas mit SCH, Nachname, der moderiert The Voice. Und von da ist gleich zum Beispiel Galileo, glaube ich zumindest, und noch vieles anderes. Ja. Okay. Und, ich habe schon gesehen, du hast fleißig geinstagrammt. Was hast du? Ich habe den Tore noch gar nicht gesprochen, der kommt erst morgen, aber die Funda, mit der ich mich schon länger unterhalten, die ist auch super nett. Mein Team ist super nett. Ja, das ist. Das sind ja. Dein Team soll aber nicht super nett sein, dein Team soll aggressiv und böse sein. Mein Team ist zu mir super nett und wir sind zu allen anderen super böse. So, ah, ja, okay, das ist natürlich auch, perfekt. Ich krieg morgen nochmal Special Training, wie man dreht. Und die waren schon sehr, sehr zufrieden mit meinem Fahrstil. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie so zufrieden waren. Aber ja, die stehen auch noch da unten. Wenn ich jetzt rufen würde, würden sie mich vielleicht hören. Aber vielleicht würden sie auch denken, was für ein Idiot steht da oben, weil sie mich hier oben nicht erkennen. Aber ist das nicht so, dass ihr seid zu dritt in eurem Team, richtig? Genau, ja. Ist das nicht aufgeteilt in Kubikklassen genau. oder PS-Klassen? Genau, es gibt drei Klassen. Sowas? Genau, es gibt drei Klassen. Ich glaube 1500, 1900 und die 2500 oder die 3000er Klasse ist dann, glaube ich. Ja, und ich fahre die mittlere Klasse, die 1900. Ah, die mittlere Klasse. Sogar. Der Dena wagt sich direkt an die mittlere Klasse. Steigt direkt in der mittleren Klasse. Das heißt, du hast schon ein bisschen was dahinter. Ja, ja, da ist schon. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon auf Instagram heute gesehen. Ja. Du hast fleißig ein Foto mit Stefan Raab gemacht. Na klar, sehr schönes Foto ist das übrigens. Checkt Denas Instagram-Profil, fand ich richtig, richtig cool das Foto. Bin ich auch schon fast wieder neidisch. Ist auch ehrlich gesagt nur ein Screenshot aus dem Video gewesen. Ein Foto habe ich gar nicht mit ihm gemacht. Hab ihn kurz vor die Kamera bekommen und konnte ein paar Worte mit ihm wechseln. Und da habe ich einfach mal ein Screenshot dann davon genommen. Da hat er sich tatsächlich drauf eingelassen. Da hat er sich drauf eingelassen, ja. Ich bin auch, glaube ich, so mit der Einzige gewesen, außer den ProSieben-Leuten, die da mit ihm was drehen durften. War ich auch ein bisschen selbst überrascht, aber super cooler Typ, der Stefan. Hab auch nochmal gerade eben anderthalb Stunden mit ihm ohne Kamera geredet. So zufällig. Hier, wo ich stehe, bin ich auch vorhin dann kurz rausgegangen, weil ich wollte so einen schönen Schwenk über die Arena machen. Und und er stand hier halt auch. Und dann hat er mich nochmal zurückgepfiffen praktisch. Und dann haben wir uns total verquatscht und anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Da ich fast noch mein zweites freies Training. Ja, ohne Spaß. Das heißt, du hast richtig viel mit dem Kollegen Stefan Raab gesprochen. Genau, mit dem Kollegen Stefan Raab, ja. Und total. Ja, krass, man hört ja immer so typ. Immer mal wieder aus irgendwelchen Ecken, dass der Kollege privat ja jetzt vielleicht gar nicht so cool drauf sein soll oder so. Aber die Erfahrung hast du anscheinend nicht gemacht. Nee, gar nicht. Also, ich fand ihn super nett. Auf jeden Fall. Richtig cool. Ja. Sehr cool. Der Neid wächst. Der Neid wächst. Ich sehe Stefan Raab fast täglich. Und heute war ja nur der Trainingstag, ne? Wie bitte? Ja. Ich mache ja nicht so oft den Fernseher an, ich gucke ja nicht so oft Fernsehen, aber wenn ich mal gucke, dann sind das halt so Sachen wie, wenn man Big Bang Theory läuft oder auch mit der Mother. Oh Gott. Was ist da passiert? Jetzt geht's hier nochmal los mit der Lichtshow und Soundcheck alles. Okay. Hier ist erst einmal richtig Alarm, mein Lieber. Also ich höre es wahrscheinlich am Telefon. Ich schätze mal, ich höre jetzt gerade dich nicht mehr allzu viel. Ich versuche mal eine ruhigere Ecke zu finden, ja? Aber hier ist ja gerade ein bisschen Party ab. Voll die Action. Ich gehe langsam mal rein, okay? Kannst du mich hören, Easy? Ja, hallo. Ich kann dich hören. Ich gehe ich jetzt auch rein. Eine krasse Lichtshow. Ich gehe jetzt rein, wo es ruhiger ist. Warte, einen Moment noch, ja? Wir haben es gleich gepackt. Einen Moment. Ja, ich warte, Dena. So. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich sitze hier auf meiner roten Couch und habe alle Zeit der Welt. Jetzt sind wir dabei. Ich schließe die Farben. Weiß gar nicht, wo ich hin. Hier ist überall die Musik einfach. Die Musik ist überall. Wir sind hier im blauen Salon. Hier ist das Catering und so. Kannst was essen und so weiter. Was gibt's? Was es gibt? Alles. Ja, zu essen. Eben. Geil. Ich habe nur Brötchen gegessen. Ist alles dabei. Ja. Und wir sind halt in der Arena auf Schalke. Hier hast du überall alles an Leinwänden und alles. Die sieht alles ziemlich fresh aus hier. So wie es aussieht, werde ich am Samstag ja auch dann dabei sein. Ja, ich freue mich drauf. Das wird richtig cool. Also heute. Heute ist es ja. Wenn die Zuschauer sehen, heute. Heute, ja, stimmt. Ja, das heißt, du wirst live vor Ort sein. Ich werde live vor Ort sein. Der Halori kommt vielleicht auch noch mit. Und dann werde ich der Twitter-Live-Ticker. Ja, und alle meine Eindrücke. Check das aus. Link ist in der Beschreibung. Ich nehm dann Denas, wie heißt nochmal die Fanseite von dir auf Twitter? @DenasNews. Dena News? Ja. Die löse ich dann für den Abend ab. Nennst du dich auch nochmal komplett um? Ich nenne mich dann für den Abend um. @DenasNews besser. Weißt du dann? Das war Denas jetzt die Ansage. News 2. Genau. Hier ist die Musik nicht. Ist hier überall einfach, weil die halt auch hier im Innenraum
Hier im Außen Foyerraum so. Die Musik, die drin läuft, halt abspielen. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ist vielleicht ein Zeichen, Leute, dass diese Folge sich langsam, aber sicher ihrem Ende nähert. Ich hoffe, es war schon mal ein sehr cooler Vorgeschmack auf die Stalker Crash Challenge. Heute Abend könnt ihr einschalten. Gleich ist es soweit, ne? Pro 7 um 20.15 Uhr könnt ihr einschalten. Vielleicht erkennt ihr den Izzy im Publikum und in irgendeinem der Autos bin ich auch drin. Und ich muss mir erstmal meinen Arm hier abstützen. Boah, tut richtig weh die ganze Zeit. Ich drück dir auf jeden Fall sowas von die Daumen. Ich bin so gespannt. Ich freue mich richtig. Danke, danke. Ich freue mich auch riesig, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, hier mitzufahren. Ist einfach eine super witzige Sache. Und auch die ganzen Leute, die ich hier getroffen habe, die anderen Fahrer oder Fahrerinnen, alle richtig nett, auch noch mit vielen ein bisschen unterhalten. Mit der Charlotte Roche zum Beispiel, die ist auch richtig cool. Und ja, oder mit dem Luke Motors. Schöne Grüße auch an die Joyce. Richtig aus, lieber Izzy. Richtig aus. Das war's für heute, Leute. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir uns mal in die Kommentare schreibt, was haltet ihr von diesen Special Ramble-Folgen, wo wir halt an zwei verschiedenen Orten sind, weil irgendwelche Events sind oder irgendwas und da einfach mal über Telefon. Lässt sich manchmal ja fast gar nicht vermeiden. Eben. Lässt sich häufig nicht vermeiden und statt dass dann gar keine Folge kommt, kommt so eine coole Folge. Also ich finde die sogar besonders cool, wenn sie mal besonders mal als besonderes Ding kommt. Leute, wollt ihr mehr davon? Wenn die besonders ist. Wollt ihr mehr davon? Drückt einfach einen Daumen nach oben oder schreibt es uns rein in die Kommentare. Das war's für die heutige Folge Ramble. Wir sind jetzt in der Endcard. Easy Social Media Links findet ihr an der einen Seite und meine an der anderen Seite. Die nächste Folge Ramble kommt am Mittwoch bei Easy. Schalte heute Abend pro 7, 21.15 Uhr und dann war's das für heute. Du darfst tschüss Bis sagen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ich hoffe, wir haben nicht zu krass durcheinander geredet. Ein bisschen. Ist ein bisschen schwierig über Telefon, aber das war's. Checkt alles ab und guckt den von Total Stalker Crash Challenge heute Abend. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.